Heute möchte ich Sie einladen, mit mir die Burgruine Hardenberg zu entdecken, welche ca. 17 Kilometer von Göttingen entfernt liegt. Hier stehe ich vor dem verschlossenen Eingangstor, denn normalerweise kann die Burganlage nur im Rahmen einer geführten Tour besichtigt werden. Die Verwaltung war jedoch so freundlich, mir einen Schlüssel auszuhändigen, sodass wir die Burganlage uns anschauen können. Ich stehe jetzt hier auf dem Burgplateau und wir werden jetzt gleich mal zur südwestlichen Ecke dieses Burgplateaus gehen. Dort fallen nämlich die Wände steil nach Westen ab, denn dieses steht hier auf einer Felskante und ist nicht ein üblicher Bergfried, wie man ihn sonst von Burgen kennt, da dies eine Burg ist, die letztendlich im kirchlichen Besitz war. Dass dieses Burgplateau auch für Festivitäten und Veranstaltungen genutzt wird, kann man hier sehen an dem Zelt. Denn wir haben ja hier auch ein Standesamt vor Ort, aber das schauen wir uns später nochmal an. Schauen wir von hier in Richtung Westen, so bekommen wir ein wirklich tolles Panorama geliefert von dem Flecken Nörten-Hardenberg und dem gesamten Leinetal. An der tiefsten Stelle im Leinetal fließt natürlich der Fluss die Leine, dahinter die wichtige Autobahn A7, die Nord-Süd-Verbindung. Göttingen liegt von hier aus gesehen links, also Richtung Süden, 17 Kilometer. In die rechte Richtung würde man dann Richtung Northeim bzw. Hannover kommen. Lässt man den Blick von dieser Position in Richtung Burganlage schweifen, so entdeckt man eine Doppelburg, die in Vorder- und Hinterhaus benannt worden ist. Zuerst wenden wir uns dem Hinterhaus zu, denn hier beginnt die eigentliche Geschichte der Burg. Die Burg wurde durch das Erzbistum Mainz gegründet, um zwei Handelswege zu überwachen. Um 1101 wurde die befestigte Anlage erstmals als festes Haus oder Mainzer Haus beurkundet. Mitte des 13. Jahrhunderts waren die Herren von Rostorf Ministerialien, so nannte man damals die Verwalter und Beamten, in so einer Burg. Im Jahre 1287 wurde die Burg von den Herzögen Heinrich Albrecht und Philipp von Braunschweig belagert. Im gleichen Jahr wurde sie gegen einen hohen Betrag verpfändet. Der Besitz fiel dabei nicht zufällig an die Herren von Hardenberg, die schon vormals oft in der Gunst der Mainzer Erzbischöfe standen. Von ihnen erwarben die Hardenberger sich dadurch ansehnliche Güter, unter anderem eben auch 1287 die Burg nebst der Ortschaft Nörten. Die Herren von Hardenberg traten nunmehr als Besitzer der Burg auf. Sie nannten sich noch Novalis. Der Name ist auch bekannt durch den Dichter, der eigentlich Georg Philipp Friedrich von Hardenberg heißt. Ende des 14. Jahrhunderts hatten sich zwei Linien der Hardenberger herausgebildet, was auch mitunter zu Streitigkeiten bezüglich der Burg führte.
Eine Teilung des Familienbesitzes fand 1409 durch Dietrich von Hardenberg statt, wodurch sich die Zweige Vorder- und Hinterhaus herausbildeten. In dieser Zeit entstand auf dem Vorburggelände das gleichrangige sogenannte Vorderhaus, das an seiner spätgotischen Fenstergewänden zu erkennen ist. Die Eingänge des Hinterhauses wurden verlegt und ein Burggraben zwischen den beiden Burgen geschaffen. Hier stehe ich sozusagen in dem vermutlich ersten Bauabschnitt der Burganlage. Dass an dieser Anlage immer wieder umgebaut und angebaut worden ist, sieht man hier zum Beispiel an den zugemauerten Fenstern. Der nächste Raum hat noch sichtbar in jeder Etage einen Kamin. In der hinteren Ecke ist das stille Örtchen mit Freiluftentsorgung am Felsen runter. Den Spazierweg darunter gab es damals natürlich noch nicht. Im nächsten Bereich haben wir den großen Saal und den Aufgang zum Turm. Im Zeitalter der Romantik entdeckte man die Burgen wieder und so wurde in den 1840er Jahren ein neuer Turm im Stil der Neugotik errichtet. Hinzu kam auch noch das Eingangstor, durch das wir die Anlage betreten haben. Ob das alles historisch korrekt ist, ist eher fraglich. So, dies war jetzt das Hinterhaus und wir machen uns jetzt auf den Weg zur zweiten Burg, nämlich dem Vorderhaus. Jetzt stehen wir vor dem Vorderhaus. Auf der rechten Seite kann man noch den alten Eingang zur hinteren Burg sehen, der dann zugemauert war. Wieder holt sich hier die Natur an vielen Stellen ihr Terrain zurück, was aber leider zu einer schleichenden Zerstörung der Burgruine führt. Hier kann man ganz deutlich den alten Eingang sehen. Wir stehen jetzt hier im Vorderhaus. Was man hier unschwer erkennen kann, ist dieser große Baum, der sich zwischen die beiden Burgen zwängt und langsam, aber sicher das Mauerwerk eindrückt.
Man kann das auch an vielen anderen Stellen sehen. Schaut man oben auf die Kanten der Mauern, so sieht man hier überall Bewuchs, teilweise schon mit Wurzeln, die zwischen die Steine gehen, was letztendlich natürlich für den Erhalt der Burgruine problematisch ist. Hier sieht man auch eine abgestützte Brücke, denn viele Teile der Burg drohen einzufallen. Aber nicht nur heute können wir einen Verfall und kleine Schäden und große Schäden bemerken, sondern auch schon im März 1698 beschrieb der Hauslehrer, dass bei einem großen Gewitter das Vorderhaus nachgab und in sich zusammenstürzte. Die Linie Vorderhaus siedelte dann in das nahegelegene Göttingen und zog um 1710 in das neu errichtete Schloss Hardenberg am Fuße dieses Berges um. Die restlichen Bewohner des Hinterhauses hielten es noch bis 1720 aus und verließen dann auch die Burg. Somit war die Burg dem Verfall preisgegeben. Heute ist sie nur noch eine Ruine, halb verfallen und verwittert. Dennoch ist die Burg Hardenberg bis heute die größte Attraktion in Nörten-Hardenberg und ein beliebtes Ausflugsziel in Südniedersachsen. Der erste große Fan des Hardenbergs im Süden Niedersachsens aber war kein geringerer als Heinrich Heine. 1824 begann der Dichter im Leinetal seine berühmte Harzreise und schrieb: Es liegen noch viele andere Burgruinen in dieser Gegend. Der Hardenberg bei Nörten ist aber die schönste. Aber es gibt noch Leben in der Burg. Und damit sind nicht nur die zahlreichen Eidechsen gemeint, die in warmen Sommern über die Steine huschen, und die Fledermäuse, die nachts hier ein ungestörtes Revier haben, sondern der intensiv genutzte Keller der Burganlage. Das Tonnengewölbe gehörte früher zum Torhaus, wo das Abladen und auch die Lagerung der Waren vonstatten ging. Nach 1945 wurde er von Jugendgruppen genutzt, die damals schon Instandhaltungsarbeiten vornahmen. Seit 2001 wird er als Standesamt für den gräflichen Landsitz genutzt. Das Standesamt ist vollständig überdacht und verfügt über Heizstrahler, sodass auch bei kalter oder nasser Witterung ohne Probleme geheiratet werden kann. Ein wirklich romantischer Ort zum Heiraten mit genügend Plätzen für tolle Hochzeitsfotos. Jetzt sind wir schon am Ende unserer kleinen Tour und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielleicht ein bisschen enttäuschend für diejenigen, die abenteuerliche Rittergeschichten und mit heroischen Schlachten erwartet haben. Aber diese Burg war mehr ein Verwaltungs- und Wohnsitz als eine militärische Einrichtung. Trotzdem habe ich noch eine schöne Geschichte für Sie. Und dafür machen wir noch einen kurzen Halt am Wappentier der Hardenbergs, am Keiler. Dieses Prachtexemplar aus Bronze ist das Wappentier der Hardenbergs. Wie kam es dazu? Zwischen der benachbarten Burg Plesse, die zum Bistum Paderborn gehörte, und dem Hardenberg gab es oft Spannungen und Zwistigkeiten. So wollten die Plesse-Ritter mal wieder versuchen, die Burg Hardenberg einzunehmen und befanden sich bereits am Berghang der südlichen Seite. Dort störten sie allerdings einen Eber, welcher darüber nicht sehr erfreut war und sich laut zu Wort meldete. Nun bemerkten die Hardenberg-Ritter die Angreifer und konnten diese abwehren. Daraufhin übernahmen sie 1330 das Wildschwein, in diesem Fall den Keiler, als Wappentier. Mittlerweile eines der bekanntesten Markenzeichen in Deutschland und vor allem bekannt durch den berühmten Hardenberger Korn.